Das andere ist, wir wollen nicht gelangweilt sein, wir brauchen Stimulation. Das heißt, es ist lieber Chaos los, als dass gar nichts los ist. Es gibt lieber, in vielen Ehen wird es ja intensiv gelebt, lieber Streit, als stumm beieinander sitzen und es ist nichts los zwischen uns. Meinen Kindern habe ich immer gesagt, streitet nicht, Streit ist die dümmste aller Lösungen. Das machen die Dummen aus Langeweile. Das haben sie mir dadurch immer zurückgegeben, meine Frau und ich, und haben sie gezofft und gesagt. Also der Reizhunger. Dazu gehören natürlich dann so Fragestellungen wie Ritzen und solche Dinge. Und dass irgendwas los ist. Es gibt Leute, Rauchertheorien, die sagen, die Leute rauchen, weil sie beim Ausatmen ihres Rauches dann sehen, dass sie noch leben, weil der Atem sichtbar ist. Ich weiß nicht, ob das eine sehr solide Theorie ist, aber versucht auf sowas hinzuweisen. Ja, und das andere ist, ich suche Zuwendung, also dass andere mich sehen, sagen, ich sehe, dass du da bist. Und natürlich vorzugsweise, ich finde es toll, dass du da bist. Und so wie du bist, ist es schön, dass du da bist. Und dann in der Ausdifferenzierung, was jemand sein möchte, einfach nur da sein oder was brauchen und dass es schön ist, dass du damit auf die Welt zukommst oder was machen können. Schön, dass du Lust hast, was zu gestalten. Oder das differenziert sich dann natürlich in vielfältiger Weise aus und das hat immer etwas damit zu tun, dass die Menschen Resonanz brauchen. Wenn sie ohne Resonanz von außen sind, verdorren sie. Also ohne Struktur verdorre ich, ohne Reiz verdorre ich und ohne Zuwendung verdorre ich. Mir kam einfach der Begriff Sinnhunger, den habe ich ein bisschen abgesetzt davon, in den Sinn. Auch dabei ist mir ein Bedürfnis, sicherzustellen, dass wir dann uns nicht mit zu einfacher Kost zufrieden geben mit den drei Hungern, sondern ich glaube, dass der Mensch ein mythisches Wesen ist. Also dass er das Wichtigste, was er braucht, ist eine Sinnerzählung, dass er seinem Leben einen Sinn geben kann. Und von daher ist für mich auch, und die Vanita in ihrem Ansatz, da kommen wir nachher drauf, hat das ja auch so vertreten, die Bereitschaft, ein problematisches Lebensentwurf zu adoptieren, ist die etwas missglückte Variante, einen kreativen Lebensentwurf zu aktivieren. Und dem liegt zugrunde, dass ein Mensch aus seinem Leben eine Erzählung machen möchte. Also das hat auch ein bisschen einen Bezug zu dem Gedicht vorher, das wir gehört haben. Und wer sich mit Frankl mal ein bisschen beschäftigt hat, mit der Logotherapie oder Binswanger, dort wird der Umgang mit dem Sinn ganz in den Vordergrund gestellt und die anderen Dinge sind dem nachgeordnet. Und wenn man Vorträge von Frankl gehört hat, er erzählt ja immer, dass im KZ diejenigen eher überlebt haben, die für etwas gelebt haben. Also die eine Vorstellung hatte, wofür das wichtig ist, dass sie überleben. Ja, ein Verdienst der TA, und das kann man sich auch leicht vorstellen, dass das aus dem Amerika der 70er Jahre geboren ist. Und wenn man als Europäer ja nach Amerika kommt, ist man einerseits betört von dieser intensiven, freundlichen, unkomplizierten Zuwendung und nach einer Weile etwas irritiert, weil man die Qualität dessen so schwer einschätzen kann. Ja, also ich komme an die Kasse im Kaufhaus und sage, how are you doing today? Und das kenne ich nun aus meiner Familie gar nicht, aus meiner Herkunftsfamilie, dass ich je irgendjemand dafür interessiert hätte, how I'm doing today. Und mir geht das Herz auf und dann tippt sie weiter und was war das jetzt? Ja, also ich habe immer noch Probleme, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, habe ich immer erstmal eine Irritation. Soll ich es ihm jetzt wirklich sagen oder ist es nur, hallo, ich habe dich gesehen? Ich suche immer noch nach Kompromissen. Ich sage, willst du es wirklich wissen, hast du 2 Stunden Zeit?
Ja, also aber ganz wichtig, dass in dieser Fuzzy Tale Story von Claude Steiner, also die Geschichte vom Kuschelding, da gibt es verschiedene Übersetzungen in Deutschland, da wird so erzählt, wie die Menschen von echt gemeinter und sich warm anfühlender Zuwendungseinheiten sich nach und nach dahin führen lassen, dass sie stattdessen Plastik kriegen. Cool Pricklies. Ja, also die zwar bitzeln, die aber kalt sind und einen auch letztlich kalt lassen. Also da ist die ganze Konsum- und Schaufensterwelt von heute wahrscheinlich in vielem mit gemeint. Oder wenn dort es oberflächlich bleibt, dort auf diesen Bühnen gibt es ja auch oft wirklich Intimes. Aber eben die Idee, guckt drauf, was euch wirklich nährt. Lasst euch nicht mit Plastik abspeisen. Und auch die Erlaubnis zu spüren, was man als solches empfindet und was man nicht als solches empfindet, dass man nicht verpflichtet ist, auf jede Plastikzuwendung dann mit der vielleicht damit gewünschten Dankbarkeit zu reagieren. Dann auch sehr wichtig, wir kennen das aus der Verhaltenstherapie und vielen anderen Bereichen auch, die Unterscheidung zwischen positiver und negativer Zuwendung und insbesondere eben die Einsicht, dass Menschen auch negative Zuwendungen akzeptieren, bevor sie gar keine kriegen oder es ihnen als zu riskant erscheint, sich auf die Angewiesenheit auf positive Zuwendung einzulassen. Und das beim Kick-Me-Spiel haben wir das ja gehabt, dass Menschen, die in ihrem Zuwendungshaushalt negative Strokes gewohnt sind, für die ist es doch immerhin eine Versorgung mit Zuwendung, wenn sie jemanden anderen dazu bringen können, zu sagen, Mann, stellst du dich wieder dämlich an. Na, dann, das gibt was, das ernährt das Nervensystem, wenngleich es dabei auch die Verbiegung bestätigt. Und von daher auch ein Verdienst, der in den TA-Literatur zu finden ist, Zuwendungsprofil, Stroke Profile, wo man jetzt einfach mal guckt, was für einen Haushalt habe ich. Also suche ich positive Zuwendung, welche Art positiver Zuwendung suche ich? Suche ich negative Zuwendung, welche Art von negativer Zuwendung suche ich? Mein Gesamtbedarf an Zuwendung, aus welchem Mix befriedige ich den? Und dann kann man das noch ausbauen. Also welche von den Zuwendungen, die mir angeboten werden, nehme ich oder weise ich zurück? Wage ich es, Plastik zurückzuweisen? Wage ich es, vergiftete Zuwendungen zurückzuweisen? Aber auch, welche Art von Zuwendung lade ich ein? Also da kann man ein sehr elaboriertes Beobachtungssystem daraus machen. Und es beschreibt auch einen inneren Filter oder Umwandlungsmechanismus unter dem Stichwort Zuwendungsfilter, wenn jemand sagt, Mensch, du siehst aber heute nett aus. Dann kann ich sagen, und gestern? Ja? Denn positive Zuwendung habe ich rausgenommen und ich habe etwas daraus gemacht, was in der Literatur Counterfeit Strokes nennt. Ich habe es sozusagen umgewandelt in einen negativen Stroke, an den ich gewöhnt bin und wo ich auch weiß, wie reagieren. Während wenn ich auf die positiv reagieren würde, würde ich sagen, wirklich? Und was mache ich jetzt? Müssen wir jetzt gleich ins Bett oder was? Das ist oft auch einfach Unbeholfenheit. Und es sind Gewohnheitsreflexe, aus denen heraus man dann eben seinen Zuwendungsfilter aktiviert oder es geschieht quasi automatisch, man merkt es gar nicht. Und der andere muss nochmal sagen, heute nett. Wie heute nett? Nicht gestern, nicht nett. Also aktiv was tun, dass dieser Filter durchbrochen wird und dass das, was man beim anderen anbringen möchte, dort auch ankommt. Da sind wir wieder bei den Transaktionen, dass ich nicht darin sonne, wie habe ich es gemeint, sondern dass ich gucke, wie ist es angekommen. Denn das ist die Transaktion, Stimulus und Response. Thema Rabattmagen haben wir schon gehabt. Das ist die Ansammlung von Erfahrungen, die unter dem Gesichtspunkt liefern sie Rechtfertigung für etwas. Ich habe gleich das Beispiel gemacht, wenn ich mir dreimal am Tag
eine schwierige Situation reinziehe, dann kann man von mir nicht erwarten, dass ich heute Abend dem Alkohol widerstehe. Also, oder manche Menschen haben, wenn sie zum Beispiel nicht die Erlaubnis haben, das Unternehmen, dem sie arbeiten, wenn sie merken, es passt nicht mehr, einfach zu verlassen, weil sie irgendwelche Treuevorstellungen haben, die aus ihrer Familie gekommen sind, die mit ihrem Selbstwert verbunden sind, dann müssen sie die Freiheit sich dadurch nehmen, dass sie dafür Rechtfertigung, die man eigentlich aus anderer Sicht gar nicht brauchte, zusammensammeln. Das heißt, sie sammeln durch ihren Stroke-Filter so viele negative Strokes und übers Konterfeien. Sie inszenieren Spiele, die sie damit reichlich versorgt, bis genug unerträgliche Erfahrung beieinander ist, dass man nicht länger erwarten kann, dass ich noch in diesem Unternehmen bleibe. Und dann gehen sie, sie hätten aber auch die Erfahrung gut sein lassen können oder wie sie halt waren, hätten nicht verbrannte Erde hinter sich lassen müssen, um diese Freiheit wahrzunehmen. Und das ist das Thema der Rabattmarken, sehr schön veranschaulicht durch die Rabattmarkenbüchlein. So, wie viel hast du denn schon, wie viel brauchst du noch und wenn es dann voll ist, was tauscht du dann damit ein? Also da kann man auch metaphorisch ganz schön mit rumspielen. Es gibt auch die Rabattmarken-Sammlervereine, die sich treffen und sagen, und im Altenheim und sich erzählen, wie viel Leid schon im Leben gewesen ist. Und wenn man das alles erlebt hat, dann kann man doch nicht mehr an den Gott glauben oder dann kann man die Kinder enterben oder irgendwas. Und mit der Zeit kriegt es einen sogenannten sekundären Gewinn. Man gewöhnt sich so daran, Mitglied dieses Rabattmagen-Sammlervereins zu sein, dass man gar nicht mehr recht weiß, was man sonst noch tun sollte, wenn man sich nicht gegenseitig diese Rabattmagenhefte vorlegt. By the way, ich finde das was Wichtiges zum sekundären Gewinn und primären Gewinn. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. In der Psychoanalyse spricht man von einem sekundären Gewinn. Das heißt, man glaubt, dass ich bestimmte Dinge auch deswegen auch nicht ändern mag, weil ich mich in einem Leben eingerichtet habe, das auch seine Vorteile hat, obwohl es ein problematisches Leben ist. Und das führt leider manchmal dazu, dass Berater und Therapeuten sagen, du willst dich ja gar nicht ändern, du hast dich ja so, du ziehst es ja vor, diese sekundären Gewinne einzustreichen. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, dass da oft verwaltet wird, die Unfähigkeit des Therapeuten wirklich herauszufinden, warum es immer wieder schief geht, damit der sekundäre Gewinn als Trostpreis akzeptiert wird. Aber wichtiger ist zu gucken, sind die Wege wirklich frei für die Alternative? Und meist sind sie nicht frei. Und ich habe die andere Annahme, dass ich davon ausgehe, dass wenn sie frei sind, dass sie dann auch bevorzugt werden und dass niemand die sekundären Gewinne bevorzugt. Vanita nennt das Trostpreis. Und da gibt es eine schöne Metapher von Mike Brown dazu, die ich euch auch weiterreichen möchte. Der hat es in folgender Metapher gefasst. Oh, weißt du, wenn jemand von Mannheim nach Frankfurt fahren will, aber aus irgendwelchen Gründen den Weg nicht recht weiß und irgendwo immer falsch fährt, sodass er in Darmstadt landet, dann wollte er ja eigentlich nach Frankfurt, aber er landet halt in Darmstadt. Und solange er nicht rausfindet, wo er falsch fährt und wie er richtig fahren könnte, landet er halt immer wieder in Darmstadt oder woanders, aber halt nicht in Frankfurt. Wenn er nun schon mal in Darmstadt gelandet ist, ist ja verständlich, dass er sagt, okay, ich kann es jetzt nicht korrigieren, also gehe ich in Kaffee und esse ein Stück Kuchen und mache mir das Leben in Darmstadt so gut es geht. Aber dürfen wir daraus schließen, dass er lieber nach Darmstadt fährt als nach Frankfurt? Gut, und wie in der TA immer, die Verschränktheit von außen und innen. Einerseits gucke ich, welche äußere Zuwendung verschaffe ich mir und auch welche Zuwendung gebe ich. Der Stroke-Profile geht natürlich auch als Gebender. Und dasselbe funktioniert natürlich dann in den inneren Dialogen. Wie rede ich mit mir, wenn?
Und oft ist ja so, dass das, was innen drin läuft, ja um ein die Bahnung im Gehirn ja um ein Vielfältiges stärker beeinträchtigt, als das, was tatsächlich außen passiert ist. Also wenn wir denken, ich mache jetzt da einen Vortrag und mir hört bestimmt keiner zu und ich komme auf diese Idee, selbst wenn das mal geschehen ist, dann erzähle ich mir das ja im Kopf 1000 Mal. Das heißt, ich habe 1000 Vorträge gehalten, bei denen mir keiner zugehört hat. Das ist natürlich schon traumatisch. Ja? Also die meisten negativen Folgen von schwierigen Erlebnissen werden ja ins Gehirn eingegraben durch die Reproduktion in inneren Prozessen. Deswegen ist es so wichtig, auch im Hypnotherapeutischen, dass wir einfach Wege finden, zumindest die Reproduktion dieser inneren Prozesse und damit dieses Eingraben, Autobahnen, wie der Gerald Hüther immer sagt, die aus Wegen entstehen langsam Autobahnen, weil sie immer wieder genutzt werden. Und aus der Hypnotherapie wissen wir, dass im Nachhinein zwischen Außenereignissen und Innenereignissen nicht unterschieden wird. Also für die Schlussfolgerung vom Lebensgefühl her macht das kaum einen Unterschied, auch von der Gehirnforschung her. Ob das von innen sich projiziert oder von außen introjiziert wird, ist für die Ablagerung im Gehirn relativ uninteressant. Also deswegen ist es von so großer Wichtigkeit, auf die Weltenentfaltung im Inneren zu achten und nicht zu denken, wenn die Welt draußen müsste mir alles bieten, damit die Welt innen in Ordnung ist. Natürlich gilt das in gewissem Maße, aber dieser Vervielfältigungseffekt von außen nach innen, auf den haben wir ja auf jeden Fall Einfluss. Und das ist auch immer ein therapeutischer oder beraterischer Angriffspunkt. Ja, damit habe ich hier heute angefangen, dass, wenn man Menschen verstehen will, man sich damit beschäftigt, womit verbringen sie eigentlich ihr Erden-Dasein, irgendwas müssen sie damit machen. Ich habe ja schon Bezug genommen auf das relativ düstere Bild von Pessoa, dem portugiesischen Schriftsteller, der sagt, wir sind alle an einer Poststation, warten auf die Postkutsche in den Abgrund und wir unterscheiden uns nur dadurch, wie wir uns die Zeit vertreiben, bis sie kommt. Wir wissen nicht genau, wann sie kommen wird. 6 Arten werden unterschieden bei Byrne. Ich nehme an, dass das also vieles von Byrne, ich habe es noch nicht weiterverfolgt, hat seine Wurzeln natürlich in der Psychoanalyse. Die als am wenigsten riskante Art, als am wenigsten riskant eingeschätzt wird, ist der Rückzug. Da bin ich so ganz mit mir, wenn ich nicht mir mein schlimmster Feind bin, durch innere Prozesse, was es ja auch gibt. Da tausche ich mit außen keine Zuwendung aus, riskiere damit auch keine negativen Erfahrungen, nähere mich aber auch nicht. Aber wir alle wissen, dass es positive Varianten von Rückzug gibt, wo eigentlich durch den Rückzug man sich erneuert. Ich darf an den Gedichtteil von Brecht erinnern, den ich gerne zitiere. Gehe ich bei Zeiten in die Leere, komme ich aus der Leere voll. Wenn ich mit dem Nichts verkehre, weiß ich wieder, was ich soll. Die zweite Art von Zeitvertreib sind die Rituale, also gesellschaftliche Rituale. Wetter ist schön, wie war der Verkehr, wie sie hergekommen sind und, und. Da geht es nicht um Inhalte, es geht darum, sich ein bisschen aneinander zu koppeln nach Spielregeln, die jeder kennt und an die sich jeder auch hält. Insofern, man fühlt sich in einer Weise beachtet, aber natürlich nicht sehr persönlich, weil man weiß, das ist alles sehr austauschbar. Ich selbst habe es immer schwer gehabt mit gesellschaftlichen Ritualen dieser Art. Also mir fällt es sehr schwer. Früher habe ich darüber die Nase gerümpft. Ich dachte, dieses belanglose Zeug interessiert mich auch nicht. Und es hat Jahre gedauert, in denen ich einfach gemerkt habe, das hat auch eine ganz wichtige soziale Funktion. Man kann sich erstmal beschnuppern. Es gibt so eine Zwischenfeldgestaltung, wenn man sich begegnet.
Und wenn man sich da nicht gut bewegen kann, hat man es auch nicht so einfach, Begegnungen gut zu tun. Und entweder man erzählt dann gleich, man fällt mit der Tür ins Haus, oder man weiß nicht, wie miteinander umgehen. Also es ist auch eine wichtige Zwischenschleuse im sozialen Kontakt. Also da habe ich mich dann, habe ich mir dann verschrieben, dass ich das einfach lerne. In meiner Familie hat man das nicht gemacht. Ich habe das nie gelernt und es entspricht auch nicht meinem Naturell. Aber ich verachte es nicht mehr, sondern also meistens macht es meine Frau für mich. Aber wenn sie es nicht macht, mache ich es dann schon auch. Dann haben wir den Zeitvertreib. Das Sportarten sind zum Beispiel Zeitvertreib oder also irgendetwas, um etwas zu erleben, um miteinander was zu machen. Es geht dabei aber nicht um Erreichung irgendwelcher bestimmter Ziele. Das ist jetzt theoretisch natürlich auch nicht so sauber, diese Unterscheidung. Und es unterscheidet sich dann von Aktivitäten. Da geht man von einer Zielorientierung aus, dass es auch um etwas geht, nicht nur darum, miteinander halt was zu machen. Und die Idee ist jetzt aufsteigend von 1 bis 6, dass der Lebenswert immer mehr steigt, aber auch das Risiko. Also es wird intensiver, es hat mehr mit mir zu tun. Ich begebe mich dann auch stärker in Abhängigkeit, ist nicht das richtige Wort, in ein Angewiesensein auf andere. Und da werden dann schließlich diese Spiele eingeordnet unter fünftens. Die liefern relativ viel Intensität, das hatten wir ja, haben sehr viel mit mir zu tun, da ist viel Drama. Es ist aber trotzdem in einer Weise nicht so riskant, weil ich nicht wirklich mich öffne mit all den Dingen, die mich bewegen, die für mich schwierig sind, authentisch bin, sondern weil es doch irgendwie berechenbar ist. Man kennt sich wenigstens aus in dieser Art von dramatischen Entwicklungen. Und der Gipfel an Lebensnährstoff ist dann die Intimität, wobei jetzt nicht nur gemeint ist, also erotische Intimität oder so, sondern es meint jede Art von seelenberührenden, offenen, unverstellten Umgang miteinander. Also es kann auch ein Austausch darüber, welche Themen mich wirklich berühren, kann ein hochintimes Erlebnis sein. Also es muss auch nicht immer Intimität nicht immer in der Ich-Du-Ebene sein, was damals zeitbedingt immer sehr in den Vordergrund gehoben wird. Intimität ist in You and Me. Aber Intimität kann auch sein Me and It and I share it with you. Ja, die Begriffe, die unten stehen, sind damit verbunden, über die haben wir ja schon gesprochen. Ich würde jetzt einen kleinen Exkurs machen, weil es eben immer noch fehlt. In der Psychologie sind eigentlich Entwicklungspsychologien des Erwachsenenalters und des Alterns. Da hat sich jetzt vielleicht in den letzten Jahren einiges entwickelt. Ich bin da nicht mehr so dran, weil ich eigentlich psychologische Literatur schon seit vielen Jahren nicht mehr lese. Erstmal möchte ich einen Begriff einführen, das ist der Vertikalspannung. Da beziehe ich mich auf das neue Buch von Sloterdijk. Du musst dein Leben ändern, indem er über 700 Seiten ein Plädoyer dafür hält, dass wir eigentlich die Übung, das Üben, Üben und Üben der Grundmythos unseres Zeitalters wäre. Und dass der Hero unseres Zeitalters der Athlet ist. Wir müssen immer besser werden, immer besser werden. Wir müssen uns üben, damit wir fit sind für. Und das heißt natürlich auch fit fürs Glück. Und von daher sind wir auch ein Stück
Sehr ausführlich handelt er ab die Entwicklung dieser Kulte an zwei Beispielen, das lohnt sich wirklich zu lesen. Das eine ist die Entwicklung der Olympia-Idee und das andere sind die Entwicklung der Scientologen. Also das ist wirklich, also ich finde es total klasse, der hat einen Kulturdurchblick und eine Sprache und einen Witz, das zu beschreiben, das lohnt sich also allemal. Und ich finde es auch gut, also die guten Seiten, dass man sich immer in Übung wähnt. Und wenn es nicht darum geht, dass jetzt jeder aufs Treppchen muss, dann wäre es tragisch, weil ja immer die Mehrheit nicht aufs Treppchen kann. Sondern wenn das Üben an sich einen adelt, dann finde ich das eine gute Mythologie. Ich habe da einen Blog dazu geschrieben, wenn das jemand mal nachlesen möchte. Und er sagt, es wäre schon so, dass es dem Menschen eigen ist, dass er sich in einer Vertikalspannung befindet. Also ich kritisiere ja immer diesen Wachstumswahn. Wir müssen lernen, ökologisch stationär zu wirtschaften und so. Aber es scheint trotzdem auch den Lebensprozessen inne zu sein, dass sie immer wohin wollen. Also jeder Baum erzeugt eben Triebe nach oben. Und Sloterdijk bestätigt das. Wir haben immer eine Vertikalspannung. Wir wollen in eine höhere Schicht, wir wollen in ein differenziertes Urteilsvermögen, wir wollen in die nächste Klasse in dem Verband, wir wollen das Zertifikat, wir wollen eine glücklichere Ehe und, und. Also dass es doch so ist, dass Menschen immer eben wohin wollen und sich üben, damit sie dahin kommen. Ich bin damit nicht fertig, darüber nachzudenken, wie man damit umgeht, weil ich das erstens bestätige, so ist es bei mir ja auch. Auf der anderen Seite haben wir ja das Phänomen, das Ende der Erde ist die Supernova und dein Leben endet in der Kiste. Wo willst du also hin? Also vertikal, wo ist da oben? Ja? Also da muss man sich das schon nochmal fragen. Und das ist mir dann spontan eingefallen in dem Blog, einfach nochmal versucht ein bisschen meine Erfahrung, wie man sich trösten und auch orientieren kann im späteren Leben, hier aufgeschrieben, jetzt mal sehr einfach gesprochen, in aufsteigenden Entwicklungen, habe ich gesagt. Das muss ja nicht alles in der ersten Lebenshälfte sein, es gibt auch in der zweiten Lebenshälfte aufsteigende Entwicklungen aller Art. Da passt das prima, dieses Üben, mehr zu werden, wohin zu kommen. Und später, in den mittleren bis späteren Lebensjahren, ist aber wichtig, dass man dann umlernt. Und wer da nicht umlernt, der wird meist durch Lebenskrisen belehrt, Midlife Crisis, und auch Jung beschreibt ja das sehr ausführlich, diese Veränderung der Orientierung in den mittleren Lebensjahren. Ich finde, es gehört zu der Entwicklungsaufgabe, dass man sich damit anfreundet, dass das Leben ein Fragment bleibt. Also, dass nicht alle Wege, die ich gehen wollte, dass ich die gehen kann. Und dass die ich gehen kann, dass ich die so gehe, dass ich nicht immer auf die anderen schiele, auf die ich nicht gehe, nach dem Motto, hier schön ist es auch anderswo und hier, da bin ich sowieso. Sondern dass man lernt, die Wege, die man so geht, auch auszufüllen und ganz zu gehen. Und das geht halt nur, wenn man sich versöhnt damit, dass Leben ein Fragment ist und dass man nicht alles erreichen kann und dass man Dinge auch loslassen muss, die in diesem Leben dann nicht möglich sind. Die Schwierigkeit ist zu wissen, ist man nur zu träge, es doch noch zu probieren? Oder sollte man sich abfinden? Das ist natürlich durch solche Beschreibung nicht gelöst. Es geht auch vielleicht auch gar nicht mehr darum, mehr oder anderes zu inszenieren, sondern dass man mehr lebt durch Neuerleben, dass man die Dinge neu erlebt, dass man die Betrachtungswinkel ändert, dass man tiefer versteht, nicht dass man immer neue Themen hat. Und dass man lernt, dass der Wert für einen selbst und für die Umgebung, und dazu muss man eben eine Kulturvorstellung haben, zunehmend eher im Anwesendsein besteht. Also so da sein, dass damit ein Kraftfeld genährt und unterstützt wird. Also ich übe mich darin zum Beispiel, dass ich, früher habe ich immer irgendwas gebosselt, um was zu errichten und noch was zu machen. Und wenn dann jemand kam,
zu Besuch, eine Freundin oder so, bin ich innerlich, bin ich zwar äußerlich vom Schreibtisch aufgestanden, innerlich aber nicht. Ich habe mich denn auf diese Begegnung nicht wirklich eingelassen und habe gemerkt, das ist vergeudete Lebenszeit. Und habe mich dann wirklich geübt, wenn jemand kommt, ich boote mich vorher, Viertelstunde vorher runter, boote mich um, oder wenn ich in eine Gruppe eingeladen werde, habe ich so meine Rituale, weil bei uns das alles zu Hause ist, gehe ich kurz in der Dusche und ziehe frische Kleider an oder sowas. Also wirklich, ich suche Formen, die es mir möglich machen, anwesend zu sein. Und das muss nicht heißen, den Karren immer ziehen. Also ich bin ja jetzt in einem Stadium in unserem Unternehmen, wo ich sage, ich bin gern Atmosphärenpfleger und guter Geist und Kristallisationspunkt für das Kraftfeld und für die Ordnung, in der wir uns bewegen. Dazu muss ich aber nicht viel tun. Das ist mehr eine Frage, also wenn das Haus gerichtet ist. Ne? Wenn ich das Unternehmen nicht richtig entwickelt habe, nützt das Anwesensein auch nichts. Aber dann kann man dann auch wirklich mehr anwesend sein, anderen die Gestaltung überlassen. Und das ist die Funktion der Alten oft. Und das ist schwer für tätige Menschen zu begreifen, dass Dasein nicht nur geduldet sein ist, sondern dass das wichtig ist. Und ich erlebe es dann auch, dass jüngere Menschen immer mehr mir auch deutlich machen, dass es nicht darum geht, dass ich jetzt mit anpacke, sondern es darum geht, dass ich sozusagen als Magnet-Kraftfeld-Richter bin, also Atmosphärenpfleger, Kulturgarant, Symbol, solche Dinge. Und das ist ja eigentlich auch schön. Und ich habe mir zum Motto gemacht, aus den Sitzungen gehe ich in der Regel ohne To-Do-Liste. Und in die Sitzung gehe ich mit To-Be-Bereitschaft. To be present. Gelingt mir auch nicht immer. Na, manchmal stelle ich mich nicht wirklich um oder denke, muss das jetzt sein? Ja, muss sein. Aber dann schaffe ich die seelische Umrüstung nicht ganz und dann gelingt es halt auch nur teilweise. So, das sind so die anderen Arten von Übungen später. Und ich hatte bis vor ein paar Jahren irgendwie keine Landkarte dafür und bastel mir jetzt selbst eine. Im Kontakt natürlich mit anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben. Ja, und gegen Ende, wenn es dann Richtung Kiste geht, was bleibt dir dann eigentlich noch? Ich bin als sei perfekt und sei stark Antreiber-Typ, habe überhaupt keine Vorstellung gehabt. Die Idee, nichts mehr wert, also nichts mehr leisten zu können, ist mit dem Gefühl absoluter Wertlosigkeit assoziiert gewesen. Und auch da muss man andere Haltungen lernen. Und dass es, je länger es geht, ich glaube, ganz wichtig ist die Würde, weil die Zerbrechlichkeit sucht jeden heim. Aber es gibt Menschen, die durchleben das in Würde und es gibt Menschen, die zerfallen dabei in sehr unansehnliche Formen zum Teil. Und da finde ich es auch einfach gut, dass man lernt, und das muss man natürlich früh üben, dass man lernt, Haltung einzunehmen. Also dieses Okay, okay, und dieses Leben ist ein Fragment, also in ganz vieler Weise eine Übung, die dann möglich macht, auch die letzten Lebensphasen, soweit es einem gegönnt ist, da hat man ja nicht alles in der Hand, in Würde zu erleben. Und ich glaube, Würde ist ein wichtiges Merkmal von Lebensqualität. So, das waren mehr so die allgemeinen Betrachtungen und ich würde will jetzt, also ich werde das Skript jetzt nicht ganz so ausführlich machen, das ist ja ein Riesenterrain der Transaktionsanalyse, sondern ich werde mal drauf gucken, was sind das für Perspektiven des Skripts und da mal reingucken auf Konzepte, die ganz gut sind, verweisen. Jetzt einfach so einige Begriffe, die mir eingefallen sind, die Betrachtungen von Skript mit Skript verbunden sind. Ich möchte auf die Ursprungsdefinition von Byrne von Skript hinweisen, die heute kaum noch erinnert wird, nämlich Skript ist ein Übertragungsdrama. Also wieder ganz psychoanalytisch. Ich habe mit den frühen Bezugspersonen ganz bestimmte Lebenswelt und Selbsterfahrungen gemacht. Davon sind welche unbefriedigend geblieben. Deswegen möchte ich an der Stelle nochmal ansetzen. Später übertrage ich die Eigenschaften der
Person und der Situation auf andere Menschen, um re-zu-inszenieren, was damals noch nicht befriedigend abgeschlossen ist, dass ich das als Geschichte hinter mir lassen kann. Und das, was sich dann zwischen den Menschen ereignet und das, was ich anzettle, damals wieder und wieder geschieht, wäre dann Skript. Und die Beschreibung darin, einen Lebensplan, einen Mythos zu machen, sind eigentlich psychoanalytisch gesehen Varianten, wie ich Kindheitserfahrungen in der Übertragung wiederhole und ausgestalte. Die häufigste Übersetzung von Skript ist einfach Lebensplan oder Lebensdrehbuch. Ich finde Drehbuch ein bisschen schöner, weil es klar macht, es ist ja nicht ein Plan im Sinne von Vorhaben, von Planung, sondern im Sinne von, es folgt einem Muster, es folgt einem Entwurf. Aber da finde ich die Sprache des Theaters sehr schön mit dem Lebensdrehbuch. Da haben wir einen Plot, also eine Grundgeschichte. Da haben wir wesentliche Qualitäten, die dann in die Art der Inszenierung immer mehr einfließen. Traditionell geht man davon aus, dass dem Skript, also der Art des Lebensdrehbuches und des Lebensentwurfes allgemein gesprochen, Grundbotschaften zugrunde liegen. Also in dem Fall geht man jetzt davon aus, die Eltern haben mir die Botschaft gegeben, es wäre besser, du bist nicht da. Oder, das sind die Injunctions, oder umgekehrt, habe Erlebnisse in der Familie, aufgrund deren ich mit meiner magischen Schlussfolgerung schließe, besser, ich bin nicht da. Und das dann, wir haben das in Strukturmodell zweiter Ordnung gesehen, aus dieser Elektrode, mir immer wieder als Grundsound meines Lebens sagt es, aber besser wäre, du wärst nicht da, aber besser wäre, du wärst nicht da. Dann will ich aber natürlich da sein und dann entwickle ich ganz viele Versuche, diesem Verdikt, diesem Fluch zu entgehen, dem ich mich anstrenge, indem ich Professor werden will, indem ich viel Geld verdienen will, irgendetwas, also das nennt man dann das Gegenskript, also ich entwickle einen Lebensentwurf, der hauptsächlich dadurch motiviert ist, der negativen Erwartungen meines Lebens und der negativen Selbst- und Weltbeschreibung zu entgehen. Das Problem daran ist, und da sind wir wieder bei dieser Frage der Antithese, das ist ein Gegenskript, Counterscript im Sinne von, es ist nicht gegen, es verwaltet. Na, so wie wenn jemand als Identitätsüberzeugung zum Schluss gekommen ist, ich bin anstrengend, dann kann er versuchen, ganz pflegeleicht zu sein. Aber die Art und Weise, wie er pflegeleicht sein will, bestätigt ja nur, dass er sein Anstrengendsein für die Welt einigermaßen erträglich machen muss. Und so ist es mit vielen Überlegungen zum Gegenskript. Also dass das eine gute Art ist, Byrne hat ja das immer marsisches Denken genannt, also so ein bisschen auch magisch, mitzudenken in sich. Warum will jemand das alles so dringend erreichen? Was vermeidet er dadurch? Ja, und dann kriegt man Ideen, okay, wovon läuft er eigentlich davon? Das sind diese Grundbotschaften und in der Redecision School, also der Schule von Bob und Mary Goulding, die haben dann auch so einen Eric Byrne Memorial Award Preis mal gekriegt für ihre 10, die haben 10 Botschaften, später waren es glaube ich 12, entwickelt, die so als, ja, als Katalog für Transaktionsanalytiker, um welche Art handelt es sich. Und dann gibt es dann ganz typische Folgen, die man dann macht. Also zum Beispiel sei nicht oder sei, du bist nicht liebenswert oder sei nicht nah. Also eigentlich wichtige Dimensionen des Lebens, die auf diese Weise die einem verschlossen werden durch solche frühen Erfahrungen. Und die echte Therapie ist, das zu öffnen durch eine Redecision. Nein, ich darf da sein. Nein, ich bin liebenswert. Und nicht von, entwickle den größten Konzern der Welt, dann kann keiner sagen, für mich wäre kein Platz auf dieser Welt. Was immer noch verwaltet, sei nicht da. Das ist also nur ein Gegenskript, kann sehr lukrativ sein. Kenne die Google-Gründer nicht persönlich, aber
Aber unter diesen Gesichtspunkten ist das erstmal auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Also von daher sind viele Anstrengungen, sein Leben zu gestalten, zwar wertvoll und entwickeln ja auch Kultur, aber sind motiviert aus dem Davonlaufen von negativen Prophezeiungen und Erwartungen ans Leben. Das ist die pathologische Beschreibung desselben. Ich habe ja vorher schon mal gesagt, ich glaube, dass alle Menschen, die wirklich Großes schaffen, auch oft wirklich mit etwas sehr Schwierigem in sich und in der Welt ringen. Und von daher finde ich das nicht nur eine Gestörtheit, sondern ich glaube, das ist eine Existenzbedingung der meisten Menschen. Und ich glaube, viel Großes wurde geschaffen aus dem Ringen mit problematischer Erfahrung. In den Heilertraditionen sagt man ja, es muss jemand verwundet sein, um Heiler werden zu können. Jemand, der selbst keine Verwundung erlitten hat, der öffnet sich nicht einer Auseinandersetzung mit größeren Dimensionen. Also so, mir ist es wichtig, dass wir daraus nicht so eine Reparaturmentalität machen. Wir reparieren alle falschen Grundbotschaften und dann ist der Mensch befreit und normal. Kann einem Besseres passieren, als dass man nur befreit und normal ist. Ja, das habe ich jetzt gerade schon gesagt. Als die andere Seite, wenn man nicht davon ausgeht, dass Eltern das einem einpflanzen, sondern dass man selbst zu einer solchen Vorstellung kommt, dann wird es eben frühe Überlebensschlussfolgerung genannt. Und da ist es eben auch ganz wichtig zu sehen, dass man fragt, in der Resilienzforschung fragt man sich ja, warum ist für die eine Kindheitserfahrung traumatisch und für die andere nicht. Also erstens sind die unterschiedlich vulnerabel. Das ist etwas, was auch in der TA-Literatur Eingang gefunden hat. Die Frage, wo ist auch eine besondere Verletzbarkeit, dass Erfahrungen, die anderen gar nicht viel ausmachen, da natürlich sehr zu Buche schlagen. Aber es hat auch damit zu tun, dass es Menschen gibt, die, das möchte ich hinzufügen, die ganz bestimmt getrieben sind von etwas, die ganz bestimmte Leidenschaften haben. Also ich wollte immer irgendwas Bestaunenswertes hervorbringen. Also ich habe ja in anderen Zusammenhängen schon mal beschrieben, dass ich Zirkusdirektor werden wollte und Artist. Das hat mich immer fasziniert. Rollen, in denen man mit großer Virtuosität was macht und alle anderen finden es klasse, dass das geht. Und da ist einmal dieser Artist gewesen und dann später der Zirkusdirektor, dass ich nicht immer selber alle Kunststücke mache. Und manche Leute sagen, der kuppelförmige Architektur in unserem Gruppenraum hätte durchaus etwas von einem Zirkuszelt. Und haben ja auch Leute davon geträumt, von mir als Zirkusdirektor, obwohl die gar nicht wussten, dass das zu meinen frühen Lebensentwurfsvorstellungen gehören. Also nicht nur der Zirkusdirektor, aber auch der Zirkusdirektor. Aber immer beseelt von dem Drang, ich muss etwas Bestaunenswertes entwickeln und der Welt zeigen. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, hat nicht so arg viel Liebe von seiner Mutter mitgekriegt, muss es irgendwie kompensieren. Man kann das auch pathologisieren, aber man kann auch sagen, das ist ein Mensch, der hat Gott sei Dank irgendeine Leidenschaft in sich. Und wenn sie neurotisch begründet war, und das hat ihn getrieben, ein lebenslang mit Schattenseiten, aber auch mit Sonnenseiten, für etwas zu leben, an etwas zu arbeiten.